Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich knüpfe am letzten Video an. Da ging es ja um die Optionen und Varianten in Artikel anlegen. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Preise eingehen. Preise und Kollektion anlegen, weil beides ist in dem letzten Video ein bisschen untergegangen. Und deswegen möchte ich das nochmal zeigen. Wir gehen mal direkt in den Shop rein. Wir sind hier nochmal in den Artikel, den ich auch im letzten Video schon hatte. Ich habe bloß jetzt schon die ganzen Varianten gelöscht. Und da gehen wir mal in den Artikel in der Bearbeitungsmodus rein. So, letztes habe ich das zwar schon gezeigt, da bin ich mal drauf eingegangen. Hier haben wir einen Preis von 19,99 und Varianten. Nehmen wir mal die Größe wieder. Automatisch anlegen. Dort haben wir jetzt die jeweils 0, also ohne, da gelten dann die 19,99 und dann nochmal 5 Euro Aufpreis. Und das schaut dann im Artikel so aus, wie ich das im letzten Video schon mal gezeigt habe. Im letzten Video war noch ein Sonderangebot drauf, deswegen war der Preis etwas anders. So, diesen Preis, also die Varianten, Preise kann man hier jetzt nicht ändern. Ausgedings kann man nicht machen. Das geht vorne in den Optionen, Größe. Und hier kann man natürlich dann den Preis entsprechend anpassen. Also hier vorne waren die Preise quasi global hinterlegt und sollten dann passen. Außerdem haben wir, wenn wir den Artikel jetzt hier laden tun, wie ich das letztens schon mal gezeigt hatte, steht hier bitte auswählen, es ist nichts vorausgewählt. Und es wird der Preis genommen, der im Artikel steht. Wenn wir jetzt im Artikel keinen Preis haben, oftmals hat man ja die Preise nur über den Varianten. Dann sieht es so aus. Ab 0 Euro wäre natürlich Quatsch. Man müsste natürlich überall was drin haben. Genau. In den Varianten können wir jetzt einstellen unter Eigeneinstellungen, ob die Variantenpreise angezeigt werden. Im Moment ist Nein angezeigt. Wenn wir das auf Ja ändern, dann haben wir im Artikel den Variantenpreis jeweils. Wenn wir jetzt in jedem, wenn wir jetzt einfach mal das wieder löschen, aus dem letzten Video hatte ich ja noch die andere Variante, nämlich die Testgröße angelegt. Und da gab es in beiden dann auch einen Preis. Sieht es dann so aus. Ist in den meisten Fällen nicht ideal. Deshalb würde man das dann halt entsprechend abschalten. Zack. Und dann haben wir dann diese Darstellung. Also es wird der niedrigste Preis angenommen, ab 10 Euro. Und dann, oftmals habe ich das einfach dann hier in Klammern gesetzt, der Komplettpreis, also ohne Plus. Und dann konnte man dann entsprechend den Preis aussehen. So, dann haben wir noch die Zusatzartikel. Zusatzartikel, Quatsch. Wir haben die Zusatzoptionen. Wenn wir hier Artikel reinschmeißen, dann schaut das so aus, dass wie gesagt der erste gleich gewählt wird und der zweite in Klammern mit Pluspreise, was hier eigentlich ungünstig wäre, aber man kann sie hier nicht ausblenden. Dort sind die Preise vom Prinzip immer da. Man kann sie hier allerdings im Gegensatz zu den Varianten ändern. Hier wäre das nicht das Problem. Rum. Weil natürlich immer der erste Artikel, die erste Auswahl gewählt wird, stehen ja auch gleich von vornherein die 110 Euro hier. Ja, genau. Wenn ich jetzt Varianten vorne ändere, also in den Optionen, dann sind die natürlich überall geändert, wo dann diese Varianten dann auftauchen. Also bei den jeweiligen Artikeln dann. Das hat man dann bei diesen Zusatzoptionen nicht. Muss man nur schauen, was am besten passt. Ich möchte jetzt noch mal fix auf die Bilder eingehen. Also man kann, ja, da gehen wir nicht hin, hier vorne. Man kann jetzt quasi für die Optionen, die man schon angelegt hat, natürlich auch Bilder hinterlegen. Könnte man jetzt hier ein Bild wählen und dann hat man das Bild da. Also
Ganz normal. Und wir können aber jetzt auch, ich wähle mal die Testgröße wieder. Wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt noch Kollektionen hinzuzufügen. Also wir müssen, das sind vom Prinzip die ganzen Kollektionen, die schon mal da waren. Manchmal passt das ja dann gerade. Wenn nicht, dann neue anlegen. Neu anlegt. Test neue. Erstellen und hier kann man ein Bild reinschmeißen. Früher musste man immer was angeben, jetzt muss man es nicht mehr. Gut, lassen wir es gleich so stehen. Und speichern, schließen. Und jetzt haben wir hier Testgröße 1, das Bild. Und alle anderen verschwinden in dem Fall. Und hier haben wir nichts ausgewählt für die Größe 2. Dann haben wir jetzt auch wieder alle da. So, das ist bei den Varianten. Jetzt lösche ich das mal und gehen mal zu den Zusatzoptionen. Auch da können wir natürlich auf denselben Weg die Bilder hinzufügen. Und zwar indem wir dann hier eine Kollektion hinzufügen. Ich nehme jetzt einfach mal die wir schon mal hatten. Da sieht man nämlich gleich, wie das funktioniert. Speichern. Und jetzt haben wir hier Testgröße 1, zweimal schwarz, natürlich, weil ja schon mal das schwarze Shirt da war. Und zwar in diesen Optionen fügt er dann den vorhandenen Bildern, die im Hauptartikel schon sind, das Bild hinzu. Ja, bei Größe 2 war kein Bild, da haben wir jetzt in dem Zufolge auch bloß diese Farben. Wenn ich jetzt, was ja eine Kollektion ausmacht, wir können jetzt hier beliebig viele Bilder hinzufügen. Meinetwegen noch das Rote und das Gelbe. Und jetzt hätten wir theoretisch meinetwegen ein Dreierpack an Bilder, an T-Shirts. Und hätten im Artikel jetzt, Artikel 1, hätten wir jetzt diese Bilder hinzugefügt. Das ist natürlich jetzt blöd, weil sich das wiederholt. Die würden quasi in den Artikel, den wir schon haben, rangehängt werden. Bei den Größe 2 wären jetzt wieder bloß die. Das macht natürlich nur Sinn, wenn wir im Hauptartikel keine Bilder haben. Tue die mal jetzt nicht löschen, sondern einfach bloß ausblenden. Speichern. Und hätte jetzt hier im Hauptartikel diese drei Farben, die man uns so angucken kann. Und hier haben wir kein Bild gemacht. Hier wäre natürlich auch kein Bild. Und wenn wir jetzt hier reingehen, Shirt, dann ist es wieder hier. Ne? Ja, noch ein kleiner Nachtrag, weil das gerade eben vielleicht ein bisschen missverständlich rübergekommen ist. Wenn wir nochmal in den Artikel reingehen, da hatte ich ja gerade die Bilder unten abgeschaltet, damit man nur die Bilder sieht für die Zusatzoptionen. Und im Artikel bei der Vorschau gelb. Das heißt, das Bild, was oben steht, egal ob das jetzt hier ausgewählt ist oder nicht, das wird dann trotzdem angezeigt. Also man kann jetzt auch sagen, okay, ich möchte lieber rot haben. Speichern wir. Ja, wo sind wir hier? Hier sind wir. Dann haben wir dann entsprechend das rote Shirt da hier stehen. Und dann habe ich gerade noch was anderes vergessen. Nehme ich die Sortierung in diesen Zusatzoptionen. Wenn wir nämlich hier, haben wir die Bilder drin. Das kann wieder raus. Das hatte ich vorhin bloß zum Test nochmal gemacht. Man kann die Bilder natürlich auch hier hin und her schieben. Und das Bild, was ganz vorne dran steht, das wird dann immer zum Hauptbild. Und Hauptbild meint in diesem Falle dann, was dann oben steht. Jetzt oben schwarz und hier ist trotzdem das rote, weil man halt dieses rote Bild als erstes Bild im Artikel unten haben, also quasi bei den Artikelbildern im Shop selbst, also im Artikel selbst. Genau, das wollte ich jetzt noch mit einfügen, damit es keine Missverständnisse gibt. Im Prinzip hatten wir es jetzt auch schon, haben wir jetzt was vergessen?
Nee, genau. Das wäre jetzt nochmal kurz erklärt, wie das mit Bildern und Preisen bei den Optionen und Varianten funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Themenwünsche habt, zu Fragen zu diesem Video oder generell Themenwünsche zu Cambio-Bedienung und Einrichtung, dann stellt sie gern in den Kommentaren. Und ich würde mich dann freuen, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wiedersehen. Also, bis bald.